Mai 2014. Dieser Clip wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wir zeigen ihn, um zu demonstrieren, wie viel Misstrauen und Enttäuschung sich zu einer wachsenden Front, vor allem bei den sogenannten unteren Bevölkerungsschichten, anstaut. Das beweist, es gibt ganz sicher nicht nur die geistigen Internet-Tiefflieger, die Hells Angels und andere Gruppen generell verurteilen. Fuck them all. Ein anderes Beispiel ist eine Website, die sich für Frank Hanebutt einsetzt, indem dort Unterschriften gesammelt werden, um nach fast einem Jahr Haft entweder eine Anklageschrift gegen ihn offenzulegen oder seine sofortige Freilassung zu veranlassen. Was ist die gemeinsame Zielrichtung? Es sind unsere Gegner. Ein Schmutznetzwerk. Gebildet aus Teilen der Politik, der Polizei, der Justiz und den meisten Medien, deren Aktivitäten, das sei ganz klar gesagt, ein Angriff auf diese Demokratie sind. Denn diese Machenschaften haben das Grundgesetz mittlerweile ausgehöhlt und durchlöchert wie Bohrwürmer einen Schiffsrumpf. Korruption, Vetternwirtschaft, eine ungeheuerliche Verschwendung von Steuergeldern gehören längst zum deutschen Alltag und sind deshalb etabliert, weil die Verantwortlichen keinerlei Konsequenzen zu fürchten haben, wie der grinsende Wovereit bei jedem öffentlichen Auftritt beweist. Oder glaubt jemand ernsthaft, dass es nach dem Polizei- und Justizskandal in Kiel irgendwelche Konsequenzen für einen Polizisten, die zuständige Staatsanwaltschaft und vor allem für den damaligen Innenminister Schlie gegeben hat? Natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Der SPD-Politiker Schlie ist mittlerweile Landtagspräsident von Schleswig-Holstein und kann sich später mit seinem Arsch auf einer dicken Pension ausruhen, während er den Namen des Werkstattbesitzers, für dessen Selbstmord er mitverantwortlich ist, wahrscheinlich nicht mal kennt. Und so geht es munter weiter. In Hessen konnte die Leiterin der Abteilung Organisierte Kriminalität, Sabine Thurau, trotz des polizeilichen Desasters von 2010 auch wieder ihren Dienst aufnehmen. Und ich rede jetzt nicht von ihren damaligen Kronzeugen. Ganz eilig hat Thurau, sie verfügt ja über Erfahrung mit Mobbing und Vorverurteilung, verkündet, sie würde sich ganz besonders um die Verfolgung von Hells Angels kümmern. Während die neuesten Zahlen des Bundesinnenministeriums bei Delikten wie Vergewaltigung, Internetkriminalität und bandenmäßig organisierten Wohnungseinbruch ganz andere Prioritäten verlangen.
Die Thurau kümmert das anscheinend wenig. Wahrscheinlich, weil sie wie auch andere Verantwortliche weiß, dass der Kampf gegen das wirkliche organisierte Verbrechen längst verloren ist. Und da wären noch die Polizeigewerkschaften, die ständig klagen, die Polizei hätte zu wenig Personal. Hey, wie kommt's dann, dass bei Friedhofsbesuchen, Ausfahrten und Partys von Hells Angels regelmäßig ganze Hundertschaften von Polizei aufmarschieren können? Ach ja, das hätte ich ja beinahe vergessen. Dieses Konzept wurde ja im Mai 2010 von ein paar innenministeriellen Polit-Hooligans angeordnet. Ganz geheim natürlich, damit das bundesdeutsche Stimmvieh nichts mitkriegt. Hat aber nicht funktioniert. Und das einzig Gute daran ist, dass sich das Schmutznetzwerk dank politisch engagierten Gruppen mehr und mehr demaskiert. An dieser Stelle danken wir auch dieses Jahr unseren Helfern, ob anonym oder nicht, für ihre Unterstützung. Weiter so, Leute. Der Widerstand wächst, und wenn dieses Leben dafür nicht ausreicht, machen wir im nächsten Leben weiter.